Hallöchen und herzlich willkommen bei Final Fantasy 14. Heute wieder, ja, Storyline, ne? Oder? 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 Gut. Voll guter Anfang, steig auf, steig direkt wieder ab. Naja. Ja, von mir auch ein herzliches Hallo und so. Und so weiter und so fort. Und jetzt vielleicht noch mal, später auch. Ja. Es wird nicht Wenn die der Feuersalamander einzige. dich attackiert. Ja, es wird nicht die einzige Folge bleiben heute. Hm? Also, es wird nicht die einzige Folge in der Aufnahmesession bleiben. Aller Voraussicht nach. Nee, 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 nee. Nächste Woche kommt das Add-on raus. Von daher sind wir da ein bisschen eingeschränkt dann. Das Addon. Das Addon. Adonis. Addon. Das Add-on, das uns mit seinem Adonis-Körper in den Bann ziehen wird. Naja. Oh, ich mach das Feld jetzt einfach mal mit, weil ich's kann. Ja, haben wir ja letzte Woche. Letzte Mal schon. Willst du Eis? Ja, warum nicht, ne? Der Kakinos. Naja. Der Karkinos oder Karkinos oder was auch immer. Eine komische Krabbe. Eine Krabbe. Komische Narbenträger. Und Krabbe entkramisiert. Ja. Jetzt haben wir schon voll drauf, das Entkrabisieren von Krabben. Ja. So Und da awesome. ist ein Bären. Awesome, wie wir halt sind. Hier ist ein Bären. Pull den mal, ich heil dich. Nee. Macht keinen Sinn. Echt? Na schade. Kann Kobolde töten. Ich muss auch Kobolde töten. Kobolzen. Für mein Bestarium muss ich Kobolzen. Warte, ich kobolze. Haha! Voll. Voll cool, ja. Mein Heelschild hinterhergeschmissen, vor den Zauber da ankam. Egal, er hat noch gezählt. Ich habe noch die Zahlen Sie haben gesehen. schon wieder einen Brummkäfer dabei. Nee, anders beim. Im Wald waren es Rüsselkäfer. Die Käfer hier. Sieht aus wie eine Kakerlake, Alter. Oder nicht? Show. Ja, Kakerlake. Aber Kakerlaken brummen eigentlich nicht. Komische Kakerlake. Wo ist denn jetzt der Questmob? Moment, erstmal noch den Fuße da drin. Jo. Ich brauche aber noch jeweils einen Hauer und einen Fußsoldaten. Ich meine, die sind ja auch hier. Oh. Ach, da stehen sogar. Ah. Nichts, nichts. Nur, dass ich was gepult habe mit meinem großen Arsch. Ich finde das eigentlich sehr interessant, wie die so einen kleinen Lalafell so ohne weiteres sehen können, immer. Ich würde dich auch sehen, wenn du vorbeirennst. Ja. Ah, dafür war das Bestarium, okay. Privilegio. Du bist überflüssig. So. Da haben wir das. Ah. Ne, da hinten zu dem Wasser kommen wir unten rum. Nö. Der ist bestimmt in der Hütte da unten. Ja, ich glaube auch, das war so. So entfernt meine ich mich dran zu erinnern.
der Hütte unter, was ich will. Tanga Tonga. Tanga Tonga. Mit dem Awesome Beard. Der alte Kumpel von Abraham Lincoln. Ja. Steinbocklieder Leibriemen. Ja, der ist deutlich besser als. Was mir das Spiel hier gerade anbieten will, weißt du, so keine Tankrüstung, sondern eher Dragonrüstung. Ja, schlimm, ne? Ein bisschen ist das schon schlimm. Ne. Ist aber Fossilien ausgraben. Das war doch oben, meine ich wieder, ne? Ja. Ja, ich hab die Mobs da gesehen. Ne? Ich dachte so, hey, töten. Jo. Kann man ja mal machen, ne? Ja, da müssen wir hier drauf springen, Herr Schneins. Och ja, ich erinnere mich. Das war ja so ein klein, wieder mal so ein Mini-Jump'n'Run-Einlägchen. Oh, warum denn gleich zwei? Ist da wieder ein Rüsselkäfer bei? Ja, und so ein Brummkäfer. Ich weiß aber noch nicht, wo der ist. Ich sehe ihn auch nicht. Aber er kommt. Nö, er ist verschwunden. Der ist wahrscheinlich irgendwo unten. Hey, ich bin mit... Wir brauchen mehrere Fossilien, ne? Ich weiß nicht, ja, wo das zweite ist. Ich weiß, wo das ist. Ach doch, ich erinnere mich, glaube ich. Das war ja hier oben drauf. Oh. So, wie komme ich hier wieder hoch? Wir warten doch jetzt nicht einfach, wenn wir jetzt wieder runterspringen, um hochzureiten. Doch, das Spiel erwartet sowas. Nein, ich sehe das nicht immer. Ich will jetzt hier rauf, dann hier rauf und dann bin ich gleich oben. Ja. Als ob ich mich da auf sowas einlassen würde. Zieh ich hier fest? Naja, doch nicht. Wo war denn das nochmal? Was suchst du? Das eine war hier auf der anderen Seite, ne? Ja, hier unten. Wo nochmal das Ründliche? Ah, da hinten. Oh, noch ein längliches. Das Ründliche hatte ich auch vorhin geholt. Ja, das Längliche ist ganz am anderen Ende hier hinten gewesen. Die waren beide auf der gleichen Seite. Wo soll das längliche jetzt sein? Hier hinten, wo ich gerade rumhüpfe, rauskomme. Ich hab aber da, war ich doch eben schon. Hm. Brauch nur noch eins. Welche sind zwei gewesen? Hell? Ja, da liegt noch ein zweites im Normalfall. Ach so. Ich bin da eben ganz hochgeklettert. Das Rückliche war da, wo ich war. Ich weiß nicht, warum du nicht mit mir mitgekommen bist. Weil ich mich daran erinnere, dass das ein Krampf war, da wieder rauszukommen, ohne runterzuspringen. Nö, das war voll einfach. Da, geschafft, ist geschafft. Du hast irgendwie Ads mitgebracht. Hey, drinnen wird nicht gehauen. Bin's wohl. Auf Kopf. Voll der Lapp. Ach ja, ich wollte noch den Gürtel anlegen, den ich bekommen habe da.
Wie einfach mal ein komplettes Level. Nee, hä? Hä? Warst du nicht ein Level vor mir? Hm? Warst du nicht ein komplettes Level vor mir? Letzte Folge, warst doch fast Level 27, hast du gesagt. Bin auch gerade verwirrt. Ich hab das auch noch ein Screenshot von an dem Tag. Hä? Verwirrung. Also bist du jetzt von mir voraus, von der EP oder was? Etwas anscheinend, ja. Hä, wie ist das denn? Das frage ich mich gerade auch. Ich habe doch nichts gemacht. Hä? Soll ich das Spiel komplett trollen gerade? Wir müssen doch hier lang. Der Weg geht doch hier rum. Ach, ich mach das immer anders, wenn ich mal keinen Bock habe, herumzureiten. Ich hasse Berge wie Sau. Wir müssen die gerade mal als Gamma höher stellen eigentlich. Ich sehe gerade nicht so viel. Na, Nacht halt. Aber es gibt ja Leute, die meinen, dieses Spiel ist zu grell. Ist doch nicht grell. Ja, richtig. Aber wenn Honda ist, es ja auch irgendwie alles komisch. Ja, bei denen sind die Farben etwas gedeckter. Überall ein leichter Grauschimmer. Ja, deswegen spielt er auch für Xbox 360. Glaube ich nicht, aber okay. Es ging ja nur gerade wegen dem Grauschlauer oder Schleierschlauer mit mir. Das ist denn für eine Scheiße? Warum greift er unseren Mob? Hä? Das sind Questmobs. Ja, aber er hat schon sein Schokobo dabei als Kämpfer, Markus. Ja, und Chevalier cum laude, ich glaube, die Quest ist schon lange vorbei. Er farmt halt gerade. Los, kommt's, ja. Lass mal den da umbringen. Jo. Simurg. Na ja, toll, ich habe irgendwas getriggert anscheinend. Ja, du hast das Curl-Jungtier gepult. Ach, das bleibt ja so hinterher. Und du greifst es an. Ja. Wir brauchen das ja für die Quest, das können wir nebenbei töten. Ah, Mann, Markus. Moment mal. Ja, natürlich genau jetzt. Immer verdammte Paralyse. Schlimmste Sache ever. So, hier. Macht das Ganze ein bisschen einfacher. Mhm. Okay, hier heißt das nicht gut Kirschen essen, sondern gut Hirse essen. Hä? Ja, steht da in der Beschreibung vom Fail. Mit dem Monstervogel so und so ist nicht gut Hirse essen. Ja, ja. Ich glaube, da gab bei Josea gibt es ja eigentlich gar keine Kirschröhren. Die kamen erst aus Doma. Pflaumen auch. Passt das ganz gut. So. Yay, und den Wasserfall. Ja, mach doch mal, was machst du denn da ewig? Das leere Fass benutzen. So. Das hat so lange gedauert bei dir. Ja. Okay, ich muss anscheinend auch machen. Guck mal, wie schnell das geht. Tja. Hast du ewig gebraucht, um den Gegenstand anzuklicken, oder was? Ja, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass da sowas kommt. Ma. Guckst du so auf die Map und bist völlig verwirrt, weil du dich nicht mehr bewegst, stehst da an so einer Wand und bist gestuck.
Paar B-Bringen brauchst du keine Angst haben, die haben keine Aggro. Ja, hab ich auch nicht. Erst wenn du sie triggerst, werden sie aggressiv. Sprich, wenn du sie mit dem Schild oder so abschmeißt, das mögen die in der Regel nicht. Ich weiß ja nicht, ob ich das Feuerwasser trinken möchte, wenn da Schnurhaare vom Quirl drin sind. Ja. Ich bin mir ja nicht sicher. Ich glaube eher nein. Jein. Dann sollst du das erst noch ein Jahr stehen lassen, damit das Schnurhaar auch schön eingewölkt ist. So. Oh, wie hell es auf einmal ist. Hätte es aber nichts hin. Wir sollen, glaube ich, wieder zurück nach Buskaron. Das ist doch wieder im Südwald. Nach Askaran. Und ich habe irgendwie keinen Teleportpunkt da genommen. Ich habe den auch immer noch nicht. Verfluchte Röhrenostweite über die Jagdhütte. Weil da jetzt hinzureiten, das würde ein bisschen lange dauern. Verpiss dich, Käse. Wir haben genug von euch. Die immer mit ihren Homies. Du greifst meinen Freund an. Ich will mich doch an die Parasitär vergreifen. Ja, bitte lass mich dich bewirten. Bewirte mich so rum. Ja, ja. Jo, jo, ja, 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 ja. Ja, ja. Jetzt hast du es wieder rausgekriegt. Das hast du schon lange nicht mehr gemacht. Ich glaube, zuletzt ist es wie ein Tor. Ja, das ist richtig. Ja, 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 ja. Ist da irgendwas Neues passiert? Ich habe da letzten Tag. Ich habe irgendwie mal vor ein paar Wochen das gelesen, dass es einen neuen Patch gab mit einem neuen Planeten. Ja, dann könnten wir eigentlich. Auch mal wieder angucken. Aufnehmen, ja, stimmt. Wir haben das ja versprochen. Ja. Warum sagst du denn nichts? Ich habe das irgendwie auch erst vor 2 Tagen gesehen, von daher. Ja, aber hättest du ja schon sagen können. Ja. Ist richtig, hätte ich. Wo kommen wir denn hier raus? Antilopenböcke. Könnte ich jetzt fürs Bestarium töten? Lass ich aber. Natürlich aber. Jo. Wir wollen ja hier ein bisschen was von dem Spielfortschritt zeigen und nicht irgendwelche Mobs ganz erschlagen. Boah, gibt's hier viele Quests. Alle für Level 20 und so. Ja, egal, wir sind obwohl Level 26, obwohl doch. 26 ist okay. Oder nicht? So, jetzt habe ich endlich mal den Iteriten harmonisiert. Vielleicht kannst du dann tatsächlich mal Antilopenböcke erschlagen bei den Quests. Aber nur die 26er so annehmen, ne? Die einzige 20er, die hier ist, sind die Freibriefe. Das interessiert uns nicht. Ach, das da zumindest oben. Jetzt nicht. Ja, die Freibriefquest, die brauchen wir ja nicht unbedingt. Aha, ist der, das ist oben. Hallo Ballern. Hey Ballern, Lon. WLAN Portilon. Ich mag das. Das war politisch vollkommen korrekt. Andererseits habe ich dieses Wort LAN so oft gehört, dass ich mich darüber nur noch lustig machen kann. Joglon? Ich finde, dass ich keine Ahnung habe, was das exakt heißt. Das ist sehr entspannt. Ich habe es auch ein paar Mal gehört, aber... Oh, das war ja eine krasse Quest jetzt. So ein riesen Abzeil, so eine riesen Markierung und dann hat man genau ein Ding eingeklickt und dann fertig. Das ist unten an der Wasser... Ah, da. Ja, ich sehe es. Zufuhr, ja. Schleuse, eigentlich mehr. So eine Art Festung, Burg. Die Helfer, die heute sehen hier so ein bisschen Hobbit-mäßig manchmal aus. Ja, schon richtig, ja. Die Musik ist auch sehr, finde ich, etwas ähnlich zum Hobbit. Ja, wahrscheinlich Absicht. Ja. Da ja naturverbunden sein, gewann. Und wenn jetzt hier noch Lalafels wohnen würden, dann werde ich. Hier wohnen ja wohl genug Lalafels. Markus. Nein, gar nicht wahr. Du lügst.
Ich weiß nicht, wo du bist. Ich mach schon wieder Quests. Ich musste gerade doch die Wilderin suchen und danach die Quest abgeben. Die gehauen. Ich bewerfe ihn wieder mit Sand. Mit grobkörnigem Sand. Also mit Steinen. Stein Gar sieht ja auch geil aus, ne? Also Stein 3. Ja. Boah, ich freue mich schon. Ja, ich bin gerade ein bisschen und deswegen erzählt Markus heute immer viel Blödsinn. Ja, ganz, ganz genau, wenn man mich kennt. Versucht es zumindest. Weißt du, vor allem, ich check die ganze Zeit, dass ich Hallo und Scroll habe. Was machst du? Ich habe die ganze Zeit vercheckt, dass ich Hallo und Scroll habe. Kannst du ja gerne auf meine Tafel jetzt kommen, die jetzt kommen. Das ist die dritte Reiterkombo. Ja, das ist natürlich sinnvoll. Die dritte Combo-Attacke, die ja im Normalfall die stärkste... Ja, die war vorhin ganz komisch in die Leiste gezogen, Alter. Die habe ich, glaube ich, erst bekommen. Ja, bei Level 26 wahrscheinlich. Ja. Juhu, Elfenerschlag! Yay! Kick den Zenos! Oh Gott. Alter. Das warst du, Markus. Weil ich voll geil range, die Dings zu killen. Wer macht den Schaden? Also ein bisschen Aggro aufbauen, du weißt. Boah, nee, hör auf. Wir machen daraus einfach eine Wii. Ja, wir machen es uns mal wieder komplizierter als notwendig. Das haben wir schon in Star Wars effektiv hingekriegt. Ja, sie kamen auf einmal alle auf einmal. Ja, das hat mich, glaube ich, hier mich, glaube ich, so... Aber immerhin hilft uns jemand. Jetzt mal keine, kriegt zwar erstmal keine Agro aufgebaut, aber... Das ist ja schön. Dass wir das doch noch so ohne kompliziert. Nein, wird uns nicht gebraucht. Ja, aber es ist etwas schneller gegangen. Aber dadurch kommen wir auch ganz leicht an die Kriegsaxt. Weil alles, ja, tot ist. Ja, alles tot jetzt hier. Schnell weg, bevor es respawnt. Ich weiß ja nicht, gerade so. Was die hier für Timer haben, weiß ich ja nicht. Das Rotbauchnest wäre als Fade aktiv, aber das ist so. Ja, hart. Das ist Level 32. Das ist so bescheiden hart, ey. Das ist so ein. Das ist ja, gibt auch einen Erfolg dafür, das ist so eine Art Boss-Fade. Ich erinnere mich noch daran, wie wir damals da reingegangen sind und einfach, zumindest ich, voll umgekloppt wurde als Bade. Oder noch nicht mal als Bade zu dem Zeitpunkt. Ja. Also eigentlich wie immer. Ja. Ach ja, die Apfelmission. Ich bin hier, um dich zu beschützen vor deiner eigenen Dummheit. Ja. Passionsapfel. Boah, wie bock ich jetzt auf so einen Passionsapfel hätte. Boah, ja. Boah, oh, das ist geil. Da freue ich mich ja schon auf den Urlaub, ey. Irgendwas. Die Effektumilbe, lass die Äpfel holen. Die Staub essen. Die Staub frisst ja schon Steine. Die Ausscheidung von Milben, weil ich weiß. So, ne? Ja, irgendwas war da. Ich kann mich nicht genau dran erinnern. Ich spüre eine freundliche Präsenz. Hallo Schattenmilbe! Hallo! Hallo Valerie, beziehungsweise Gladiator. Geht gut. Hä? Ist denn jetzt was? Noch einer da hinten? Ist noch hinten einer? Ist noch ein passionierter Apfel. Ein Pensionsapfel?
Och Gott. Gottes Willen. Muss halt sein, dass jetzt mein Telefon geht. Ich kann nicht. Ja, ich kann gerade nicht. Ja, tu das mal. Ich weiß auch nicht, was du machst. Mach mal dein Mikro aus. Ich mute es einfach für den Zeitpunkt. Ja, das Teamspeak-Mikro nicht, aber ich höre das Geklingel weiterhin. Das ist super, der klingelt mir gerade die Ohren voll. Mhm. Alter! Besser? Wer ruft dich denn da an? Apfelkrieg. So. Kann sie Quest ruhig abgeben oder so. Ja. Ich glaube, das Mikro, das Ding ist jetzt aus, das Telefon. Markus, ja, kann nee, das Telefon. Interessant ist, dass er zwar geklingelt hat, bis der Anrufbeantworter angesprochen ist, dann aber nichts draufgesprochen hat, wie auch immer es war. Ich war ja auch immer so, ich will immer nicht auf Anrufbeantworter sprechen. Ja, so drin kann es dann so dringend kann es da nicht sein, ist immer meine Reaktion. Naja, man will ja direkt jemanden erwischen, wenn jemand da nicht dran geht. Ich rufe aus dem Handy an. Naja, auf jeden Fall. Nein, die süßen Erinnerungen. Genau. Was? Wie? Süße Erinnerungen? Ja, die hätten wir irgendwie nicht genommen, die Quest vernünftig. Ja, die also Quest die ist schon da, aber die machen wir jetzt noch. Weil dann haben wir diese ganze Questline hier mitgenommen. Ja, gut, dann machen wir die noch. Ich mag Questen. Ich liebe Questen. Das ist, ach, das ist wieder der Baumstrahl. Was geht, Baumstrahl? Kämpfen wir dich jetzt gleich gegen den, oder nicht was? Ja, eben. Warum sollten wir gegen ihn kämpfen, wenn wir ihm was darbieten zur Ehrung? Er war doch ein Beschützer hiervon. Markus. Echt? Ja? Irgendwie erinnere ich mich an einen Kampf gegen einen großen Baumschrat. Es gibt mehrere Baumschräte. Der war Kumpelbaumschrat von dem ganzen Ort hier. Kumpelbaumschrat. Ja, was wird der? Die meisten sind eher nicht so. Kannst du dir wie in WoW die Urtürme vorstellen? Stimmt. Nun gut. Nur, dass die meisten in WoW halt immer auf der Seite der Allianz stehen. Jo, jetzt noch die beiden anquatschen und dann können wir. Machen wir einen kleinen Cut und sehen uns in der nächsten Folge, oder? Das würde ich gerade mal behaupten. Echt? Kannst du dir so sicher sein? Ich weiß. Ah, was? Sag an. Nun gut. Ja, wie Mike schon angekündigt hat und ich oder bestätigt hat, nachdem ich es angekündigt habe. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. In diesem Sinne reingehauen und bis dahin. Tschö. Tschüss.